Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von stern-kind.de, dem Podcast rund ums Thema Fehlgeburt, Sternkinder etc. Heute wieder mit mir, Busso. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich heute ist Susanne Starkmuth da, die das Fehlgeburtforum gegründet hat und die Website Fehlgeburt.info. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Wir uns auch. Genau, du hast praktisch das Fehlgeburtforum ins Leben gerufen und engagierst dich auch sonst in dem Bereich. Also ich habe gesehen, dass du auch, glaube ich, ein Infoblatt veröffentlicht hast über eine Hebammenmagazin, glaube ich. Ja, richtig. Und ähnliche. Auch unter anderem, ja. Und darf ich dich fragen, wie du dazu gekommen bist, was deine Geschichte ist? Ja, natürlich. Also ich bin selber Betroffene. Ich hatte 3 Fehlgeburten insgesamt, 2 frühe und eine späte in der 16. Und das war 2015 und 2017. Und ich habe seinerzeit halt immer im Grunde genommen nach ebenfalls betroffenen Frauen gesucht, mit denen ich mich austauschen konnte. Ich habe natürlich auch im Freundesbekanntenkreis mich umgehört und habe da immer so vorgefühlt, ob die eventuell das gleiche Schicksal teilen. Aber ich habe da nicht so recht jemanden gefunden, obwohl man ja eigentlich sagt, so jede dritte Frau betrifft es. Aber irgendwie habe ich nie diese dritte Frau bei mir im Umkreis gefunden. Und dann habe ich natürlich angefangen, im Internet zu suchen und habe natürlich auch Foren gefunden, die eben das Thema aufgreifen. Aber das waren dann mehr so kurze Frage-Antwort-Situationen und man kam nicht so wirklich nah ran an die Person und es kamen nie so wirkliche Gespräche auf oder so gefühlte Nähe. Und das war so das, was ich mir eigentlich so gewünscht hätte. Und dann habe ich mir eben irgendwann gedacht, so, dann mache ich es. Und ja, genau. Und dann habe ich eben 2018 das Forum dann gegründet und ja. Bevor ich jetzt an große Reden komme, jetzt kann ich ja ausholen, aber sag mir erstmal noch was. Doch, das geht schon genau in die Richtung. Also einmal, vielleicht eine ganz andere Anmerkung, das ist das, was wir, glaube ich, bis heute noch häufig erleben, dass das ein immer noch tabuisiertes Thema ist, wenig Leute darüber reden wollen, über Fehlgeburten oder ähnliches und man auch oft noch einfach das ein bisschen abgetan wird, so als ach ja, passiert halt jeder dritten Frau mal, ne? So irgendwie am Rande. Aber du bist ja, wolltest ja gerade schon damit starten, ein bisschen auf das Forum einzugehen. Wie sieht denn das aus? Was passiert denn da so? Also betroffene Menschen, vor allem Frauen, glaube ich, aber es gibt auch Männerbereich, habe ich gesehen. Ja, das gibt es. Der ist noch ein bisschen verweist. Die Männer sind da sehr zurückhaltend. Ja, genau. Wie sieht das aus? Was passiert da so? Ja, genau. Also es gibt wohl die... einmal gibt es die Homepage an sich, da gibt es eben ganz viele verschiedene Themen rund um eben die Thematik Fehlgeburt, welche Möglichkeiten man beispielsweise hat. Es gibt eine Seite mit Gründen für oder mögliche Gründe für Fehlgeburten oder Großgeburten. Dann gibt es eine Gedichtseite, dann gibt es einiges zum Thema Trauer an sich, mögliche Rituale und so weiter. Also das ist einfach so eine kleine Informationsseite und von dort aus kann man dann eben auch in das Forum gelangen. Das ist kostenlos und jeder kann dort eben ein- und ausgehen, auch als Gast schreiben. Also man muss nicht irgendwo Mitglied sein, also jeder kann lesen und schreiben. Und also im besten Fall kommt die Frau zu uns, wenn sie eben einen Verlust frisch erlitten hat oder eben gerade mittendrin steckt im Schwangerschaftsverlust. Und dort kann sie natürlich dann ihren Schmerz und ihre Trauer teilen. Dann muss man aber, wenn man eben dann wieder nach vorne schauen möchte und seinen Kinderwunsch dann eben realisieren möchte, kann man eben auch noch weiterhin bei uns bleiben. Wir haben einen sogenannten Civil Thread, wo man sich dann eben in der Kinderwunschzeit austauschen kann. Wenn das dann eben geklappt hat, man schwanger ist, dann kann man in den schwangeren Bereich wechseln und sich dort dann eben mit den Schwangeren im ersten, zweiten und dritten Trimester dann austauschen. Jede Schwangere kann sich dann eben dort mit den Schwangeren austauschen über die normalen Schwangerschaftsprobleme, die dann eben so auftreten, aber eben natürlich auch insbesondere über die speziellen Ängste, die man nach so einem Erlebnis eben hat. Ne? Also jeder weiß, mit was man dann für vermehrten Ängsten eben zu kämpfen hat bei einer erneuten Schwangerschaft und wird dann eher dort verstanden als in einem normalen Forum, sag ich jetzt mal.
auch noch weiter, genau, und dann und weil sich die Frauen bei uns in der Regel alle so sehr wohlfühlen und wirkliche Freundschaften auch entstehen, die Frauen auch teilweise schon seit 1, 2 Jahren bei uns mit dabei sind, können die sich dann auch noch nach der Geburt ihres Regenbogenskindes dann häufig auch noch nicht trennen und tauschen sich dann eben auch nach der Entbindung dann aus. Und wir haben auch schon einige, die jetzt schon das zweite Mal wieder bei uns dabei sind. Ah ja, das ist Also doch das auch, ist wirklich sehr familiär und nett. ja, eigentlich, ich will mich jetzt ein bisschen pathetisch ausdrücken können, wenn aus einer, ich sag mal, vielleicht am Anfang tragischen Geschichten hinterher was Schönes erwächst irgendwie, also Ja, dann. viele. Deswegen haben wir ja auch noch so Mutmachgeschichten. Also ich fordere immer alle Frauen dann auf, nach der Geburt ihres Kindes uns dann eben nicht zu vergessen und dann noch eben so eine kleine Mutmachpost zu hinterlassen für eben die Frauen, die zu uns kommen, um dann eben so ein bisschen Hoffnung dann zu schöpfen, ne? Also Das einfach Schöne zu sehen, okay, da gibt es auch gute Geschichten oder es gibt Geschichten, die ein gutes Ende irgendwann angenommen haben. Du musst mir gerade einmal weiterhelfen. Du hast gesagt, ein Hibble-Thread. Der Ja. Begriff Hibble, den höre ich heute zum ersten Mal. Den habe ich natürlich heute schon in der Also, Vorbereitung gelesen. Aber was ist das? Was bezeichnet das? einfach nur die Kinderwunschzeit. Ah, okay. Das Ja. ist einfach nur Kinder. Also das von Zyklus zu Zyklus eben das Hibbeln, dass man eben Ah. schwanger wird oder auch, ja, versucht schwanger. Jetzt vielleicht mal eine allgemeine Frage. Was kriegst du so mit? Oder beziehungsweise was schreiben? Und so weiter, allgemein, wie sieht das aus? Bekommen Frauen und auch Männer, aber vor allem Frauen nach einer Fehlgeburt oder Totgeburt, gibt es da genug Unterstützung, so durch die Gesellschaft, weiß nicht, durch die Krankenkassen, wen auch immer? Oder wie sieht da für dich die Situation aus? Wie stellt es sich da? Ja, also theoretisch hat man ja Hebammenbetreuung nach einem Schwangerschaftsverlust. Ja, die eine oder andere hat dann auch eine nette, empathische Hebamme, die ihr sehr hilft. Manch eine nicht. Also es ist halt immer so ein bisschen typbedingt, also typbedingt, so wie die Hebamme eben so tickt und wie empathisch und mitfühlend die so ist. Das ist, also das sind ja auch nicht alle gleich und im besten Fall hat man eine gute Freundin, mit der man drüber reden kann. Also das wäre natürlich hilfreich. Ansonsten Selbsthilfegruppen gibt es, aber sehr vereinzelt. Also wenn man jetzt schon mal ein bisschen ländlich wohnt, ich glaube, dann wird es schon schwierig, eine zu finden. Die sind oft auch sehr lokal, ne? Es ist dann viel, man trifft sich im Gemeindezentrum oder im, weiß Richtig. nicht, in der Schule oder irgendwo, und da Ja. sind da 10 Leute, die dann irgendwie da Dings mehr Kapazitäten gibt. Ist ja auch klar, ich meine, es können nicht eine Hebamme oder eine Person oder zwei Ja, Personen ja, irgendwie ja, ja. 200 Leute, die in einem Ort betroffen sind oder in der Gegend. Ja, und es wird auch nicht ganz so häufig angeboten. Ja, also es wird halt nicht wirklich ganz häufig angeboten mit diesen Selbsthilfegruppen. So manches Mal, wie gesagt, hat man Glück und man muss ja auch der Typ dafür sein, dass man da auch wirklich hingehen möchte, um sich dort eben von Angesicht zu Angesicht eben Hilfe zu holen, ne? Also da ist ja auch nicht jeder für geeignet, genauso wie nicht jeder für so ein Online-Forum geeignet ist. Da muss man eben einfach so schauen, wie man selber so geartet ist, was bringt, wovon man selber irgendwo Nutzen dann sieht. Das ist etwas, was uns häufig begegnet ist, dass praktisch die individuelle Vorstellung oder der individuelle Wunsch der Mutter irgendwie gerne mal mit auch allgemein überbügelt wird, mit was eigentlich alles zu passieren hat und was wie das abzulaufen hat und dass da viel zu wenig drauf eingegangen wird auf Dings, wie gesagt, dass nicht für jeden ist eine Selbsthilfegruppe, nicht für jeden ist ein Forum was, nicht jeder braucht irgendwie eine Betreuung Nee, oder irgendwas. nee. Richtig, richtig. Also da muss jeder für sich schauen, wie er so, was für ein Typ er ist. Und ja. Ich meine, ihr bietet ja jetzt oder deine Frau bietet ja auch einen Online-Kurs an. Ist ja auch unter Umständen, gibt es ja auch so manches Mal, gibt es ja so ein paar Sachen irgendwo online, gerade auf Instagram, hier sind ja ganz viele unterwegs. Also von diesen Coachings, ne? Also ihr wisst, was ich meine, wahrscheinlich. Genau, ja. Also wenn man da. Also Genau, es gibt, glaube ich, ein das, ganz gutes Angebot da und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen und gucken, was ist was für einen. Das stimmt schon, ja. ja, genau, also so Einzelcoachings, das ist ja auch ein paar. Habe ich überhaupt gar keine Erfahrung mit, da kann ich gar nichts zu sagen. Genau, da hatte ich ja letzte Woche oder haben wir in der letzten Woche ja auch immer wieder jemanden dabei gehabt, genau über die unterschiedlichsten Themen und da wird auch mit Sicherheit auch noch der ein oder andere oder die ein oder andere in unseren Podcast kommen und da über die Themen möchten, dass wir genau das, damit wir das breit aufstellen. Heute sind wir bei dir und deinem Forum und euren Themen und da wäre natürlich die Frage in so einem Forum, wie kann das, du hattest schon gesagt, was allgemein so passiert, aber
Wie hilft das den Frauen, wenn sie in so einem Forum sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen, als kommunikativen Kanal natürlich? Gibt es da eine konkrete Unterstützung? Oder wie läuft das nochmal so gerade im Bereich nach einer Fehlgeburt? Das ist ja der Bereich, der uns hier in dem Podcast besonders interessiert, auch wenn die alle Themen natürlich zusammenhängen und wichtig sind. Genau. Also die Frauen empfinden es schon mal häufig als erleichternd und befreiend, sich vieles einfach von der Seele schreiben zu können. Und man ist natürlich in diesem Forum anonym. Und insofern schreibt man sich wirklich so frisch frei weg von der Leber, ohne irgendwie ja, Rücksicht oder irgendwie Scham zu haben, ne? Weil man braucht ja nicht unbedingt Angst haben vor irgendeiner Bewertung oder sowas, ne? Also insofern ist das schon an sich hilfreich, dass man wie manche nutzen das auch tatsächlich wie so eine Form Tagebuch, dass sie einfach sich alle Sorgen, Trauer irgendwo von der Seele schreiben können und im besten Fall halt dass die eine oder andere nette Antwort hat. Also das ist zum einen hilfreich. Dann muss ich auch sagen, ist bei uns schon ziemlich geballtes Wissen mittlerweile vorhanden. Also wir haben, also ich zum anderen habe natürlich mir wirklich ein breites Wissen mittlerweile aus dem Gebiet angeeignet, aber eben auch einige andere Userinnen bei uns, weil ja schon einige einen langen Kinderwunschweg hinter sich haben und dementsprechend natürlich auch viel sich selber an Wissen angeeignet haben. Und deswegen hört man bei uns dann nicht nur irgendwo Worte wie, ach, das tut mir ja leid, sondern es wird auch wirklich unter Umständen so das ein oder andere Quäntchen Wissen mit auf den Weg gegeben. Also Anregungen, sei es jetzt, was kann man eben noch tun, an was könnte es liegen. Ja, das ist auf jeden Fall auch hilfreich bei uns. Also dass das jetzt nicht nur irgendwo haltloses, wissensloses Blabla ist, sondern wirklich auch ja. Ja, aber das ist ja so, Verrückt also so, auch. genau, so also wichtig tröstende Worte manchmal sind und ein inhaltsloses Verbal oder eine verbale Umarmung oder sowas, so trotzdem ist es doch, wenn man eine Kompetenz dahinter hat, sag ich mal, ein Wissen oder ein harte Fakten, sag ich mal, auch wenn das jetzt gemein klingt, dann ist es doch, kann das doch ja noch einem noch mal eine andere Perspektive geben oder Eben drum, ja, genau. Also es fängt ja schon an bei dem Wissen um das fängt ja schon an, wenn die Frau eben eine kleine Geburt vor sich hat, zu uns eben kommt und sagt, ja, ich habe eben die Diagnose von meiner Ärztin heute bekommen. Was sollte ich jetzt beachten vor der kleinen Geburt? Und da kann man eben viele praktische Tipps mit an die Hand geben, zum Beispiel, ne, wo sie vielleicht sonst nicht drauf gekommen wäre. Oder auch hinterher, dass man Tipps gibt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Frau hat eine Ausschabung in der Klinik, was kann sie dann da eben erwarten, zum Beispiel Sammelbestattung oder kann sie sich vielleicht überlegen, einen Sternenkindfotografen zu beauftragen oder soll sie sich vielleicht schon mal so ein bisschen die Angst nehmen vor dem, was kommt, indem sie sich schon mal anschaut auf Fotos, was sie denn erwarten könnte, zum Beispiel, weil viele Frauen haben ja Angst vor dem, was sie eventuell zu sehen bekommen, ne? Und also das ist so sehr vielschichtig, was man da eben an Wissen transportieren kann, ne? Und das meine ich jetzt eben. Also es wird nicht, es werden nicht nur tröstende Worte vermittelt, sondern eben auch Hilfreiches, was die Frau eben in der jeweiligen Situation wissen sollte. das klingt auf jeden Fall gut. Das ist ja, ich sag mal, letztendlich auch der Grund dieses Podcasts, dass man sagt, das ist allumfassende Wissen und wir das auch das Gefühl hatten, oft, dass bei Hebammen oder das, was wir auch mitbekommen haben, bei Hebammen, bei Gynäkologen oft gar nicht aus böser Absicht, aber oft dann teilweise, dass das nur unvollständiges Wissen selber vorhanden ist. Klar, auch die können nicht alles wissen und sie haben ein sehr breites, komplexes Berufsfeld. Ja, das möchte ich hier betonen, dass das niemandem zum Vorwurf gemacht werden soll, aber dass es da durchaus mehr gibt und deswegen das finde ich das super sinnvoll, dass es da Möglichkeiten wie auch wie das Forum Fehlgeburt-Info gibt, um da reinzugucken und sich da mehr zu Ja. informieren. Ja, genau. Also richtig. Also da gibt es ja wirklich viel drumherum zu wissen. Deswegen, was ja auch ein Anlass war, dieses Aufklärungsblatt, diesen Informationsbogen dann zu schreiben, ne? Also wo du ja auch schon anfangs mal darauf zu sprechen kamst, weil ja einfach viel nicht gewusst wird. Ne? Und das war ja so mein Ansinn, viele wichtige Infos eben auf einen Zettel zusammenzufassen, damit die eben die Frau dann in der Situation an der Hand hat. Und eben auch was hat, was sie mit nach Hause nehmen kann und nicht eben in der Akutsituation alles auf einmal
im Schock aufnehmen muss, was der Arzt ihr eventuell erzählt und dann hinterher nur noch 10% davon weiß, weil sie gar nichts mitbekommen hat in der Situation, weil sie so aufgelöst war. Ah, jetzt bin ich ja total abgekommen vom Thema. Doch, wir sind noch genau das, darum geht es ja letztendlich darum, wie können praktisch Frauen und auch Männer nach einer Fehlgeburt praktisch wieder in ihre Kraft kommen, wieder bewusster leben, wie können sie praktisch aus etwaigen Löchern kommen, wie können sie eine direkte Hilfe kriegen. Und das ist ja alles diese Themen und das finde ich, ist gerade sehr gut deutlich gemacht worden, dass da auch das Forum eine sehr gute Möglichkeit zur Unterstützung ist und auch allein durch die Möglichkeit, sich selber da auszukotzen, sage ich mal, anonym und gleichzeitig eine echte Hilfe zu bekommen. Ja, und eine echte Hilfe zu bekommen und eben auch 24/7 Hilfe zu bekommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Also ich meine, bei uns ist ja immer irgendwie jemand online. Ich meine, wo hat man das schon? Ne? Nee. Also wenn einem danach ist, kann man eben schreiben. Irgendjemand wird einem schon antworten. So, Ja. ne? Und nicht ohne Grund haben wir häufig nachts die meisten neuen Mitglieder, ne? Also weil dann geht das Gedankenkarussell rum, es wird im Internet gesucht und ja. Also das ist schon alleine diese zeitliche Dauerpräsenz, ne, an Hilfe. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Gibt es denn noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Okay, der takte gerade wieder so ein bisschen. Also ich würde wirklich versuchen, oder ich würde gerne die betroffenen Frauen ermutigen, tatsächlich wirklich das Wort ermutigen dafür benutzen, weil es braucht natürlich Mut, über sein Schicksal zu sprechen, aber nur indem man eben über seinen Schicksalsschlag, über seinen Verlust spricht, öffnen sich auch manche Türen und vielleicht hört man doch auf einmal von der einen oder anderen, die es eben auch selber erlebt hat. Und je mehr darüber gesprochen wird, über die Thematik, umso normaler wird eben einfach auch dieses Erlebnis. Und man darf eben nicht außer Acht lassen. Man ist ja nicht alleine mit diesem Schicksal, sondern es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Frauen, die eben das Gleiche erleben müssen. Und es sollte einfach als etwas Normales angesehen werden, dass Fehlgeburten einfach passieren können. Ich möchte das damit nicht irgendwo bagatellisieren oder kleinreden, sondern ich möchte einfach, dass das integriert wird, dass das dauerhaft und immer gesehen wird, dass eben sowas passieren kann. Und dass man damit, wie gesagt, nicht alleine ist und dass man auch nicht schuld daran ist, sondern dass so etwas einfach mit einem passiert. Und Vielen Dank für diesen noch Hinweis oder für diesen Tipp. Und ja, vielen Dank, dass du, also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, dass du heute hier dabei gewesen bist im Podcast stern-kind.de. vielen Dank. Ja. Und genau. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr findet diesen Podcast üblich auf allen Podcast-Formaten. Wir freuen uns, wenn ihr ein Like oder ein Follow dalasst. Feedback könnt ihr uns am besten über unser Instagram-Account geben, mein Unterstrich Sternkind. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.